Heute zeige ich euch, wie man die beste Pasta Alfredo mit Salsiccia macht und das geht so. Als erstes schneiden wir den Knoblauch klein. Flup. Und als nächstes kommen schon da rein Penne. Unsere 4 Salsiccia-Bratwürstchen. 400 Milliliter Hühnerbouillon. Und dann noch 250 Milliliter Sahne. Boah, ich habe Sahne über Würste gekippt, oh Gott. Sorry, Internet. Und jetzt können wir das Ganze schon zudecken und so lange einkochen, bis die Nudeln durch sind. Nachdem die Soße eingekocht ist, 200 Gramm Parmesan rein in die Möhre hier. Boah, Alter. Aber eigentlich davor noch die Würstchen rausnehmen. Hupsi. Geschnittenen Würstchen wieder hier rein. Cool, Geister und look at Brett waschen. Entschuldigung. Petersilie rein, umrühren und dann können wir schon probieren. Aber natürlich Pfeffer, Salz nicht vergessen. Ups. Taste Test. Übel frisch. 5 von 5. Wusstet ihr, dass Stefano Zarella mein Bruder ist? Denn